Ja, hi und willkommen hier zu IGMBS und heute gibt es eine kurze Demonstration der Polaroid 230 Land Camera. Das ist sie hier, das gute Stück. Das hier kann man abnehmen. Machen wir auch, weil das geht einem so ein bisschen auf die Nerven. Ja, das ist die Kamera. Hier klappt man auf. Hier drückt man ein bisschen nach oben, dann fährt sie aus. Ja. Hier spannt man, hier stellt man scharf und hier löst man aus. Und relativ einfach im Endeffekt, hier vorne kann man noch ein bisschen was einstellen. Ja, die Kamera verwendet diesen Film hier, wird nicht mehr hergestellt, wird deswegen immer seltener. Diesen Film, den ich hier habe, ist schon etwas älter. Also war haltbar bis Juli 2012, ich hoffe, er funktioniert noch. Wow. Wir werden ausprobieren, ob er noch funktioniert. Das ist ein sogenannter Trennbildfilm. Ja, wichtig ist, wenn ihr die Kamera einsetzen wollt, ihr solltet entweder super Licht haben oder einen Blitz. Es gibt diesen Blitz hier, das ist der Originalblitz, der damals mit dabei war. Den habe ich auch umgerüstet, dass man ihn verwenden kann wieder, weil über die Jahre hat die Batterie, die darin war, das Innere zerstört. Allerdings ist das Problem, um diesen Blitz einzusetzen, benötigt man solche Blitzerbirnchen. Und die sind sehr selten und sehr teuer und deswegen bin ich umgestiegen und verwende diesen Blitz hier. Der war ganz günstig bei eBay für ein paar Euro zu bekommen. Habe ich mit zwei Büroklammern semi-professionell umgerüstet, damit man ihn hier einfach drauf sliden kann, steckt man einfach hier so drauf und dann hält das und man kann Fotos machen. Ja, nicht sehr gut, aber besser als gar nichts. Ja, die Kamera selbst musste auch ein bisschen umgerüstet werden, weil hier nämlich eine 4,5 Volt Batterie rein muss, die es nicht mehr gibt, beziehungsweise wenn man sie irgendwo findet, ist sie sehr teuer. Deswegen habe ich das hier umgerüstet, dass drei AAA-Batterien eingesetzt werden können. Ja, soweit so gut. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Machen wir mal den Film auf. So, so sieht das aus. Das ist der Film. Und der wird dann hier hinten eingesetzt. Ja, machen wir mal auf. Hier kann man ziehen, dann geht das auf, so. Ja, und jetzt muss das Ganze dann eingesetzt werden. Und zwar, so wird das eingesetzt. Hier muss es eingesetzt werden. So. Das hier muss hier herausschauen, weil da müssen wir später dran ziehen, das ist sehr wichtig. Dann ja, klappen wir zu. Ja, hier oben können wir noch ein bisschen was einstellen. Das hat mit den verwendeten Filmen zu tun. Das hier ist schon richtig, weil wir haben ja den 100er Film und nicht den 3000er. Und Bright Sun Only spricht für sich selbst. Bright Sun or Dull Day Also Flash ist hier die richtige Wahl. Hier unten können wir noch den Filmspeed wählen. 75 ist hier auch die richtige Einstellung. Hier können wir noch ein bisschen dann Einfluss nehmen auf Lighten oder Darken. Das lassen wir jetzt einfach mal so, das wird dann schon passen, denke ich mal. Ja, den Film haben wir vorhin eingelegt. Um das Ganze startklar zu machen, müssen wir noch dieses schwarze Teil hier entfernen. Das heißt, wir müssen einfach dran ziehen und danach werden wir sehen, wird das Ganze startklar sein. Jetzt ziehen wir mal daran. Wichtig ist, dass es nicht reißt, das wäre schlecht. So, das Schwarze haben wir entfernt, das kann man entsorgen. Und jetzt seht ihr, hier haben wir jetzt so eine kleinere Lasche mit der Nummer 1 darauf. Das heißt, hier könnten wir jetzt das erste Bild machen, wir sind quasi startklar. Noch nicht ganz.
wichtig ist, sonst bekommen wir nur ein dunkles Bild, die Batterien einzusetzen in die Kamera. Damit ist die Kamera startklar. Als nächstes brauchen wir den Blitz. Einschalten, laden lassen. Können wir auch schon. Wichtig ist, dass euer Blitz ein solches Kabel hat. Dann kann man ihn einfach hier hineinstecken. So. Und der Blitz lädt jetzt. Zeigt uns auch schon an, dass er bereit ist. Den stecken wir jetzt einfach hier oben auf. So. So mache ich das. Dann ist das schön befestigt und im Endeffekt könnten wir jetzt beginnen. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Motiv, das müssen wir uns jetzt noch aussuchen. Ja, ein kleines Motiv mit verschiedenen Farben ist jetzt vorbereitet. Ja, jetzt ist die Kamera im Endeffekt startklar. Wir können hier den Hebel runterziehen. Damit ist die Kamera jetzt geladen und jetzt müssen wir nur noch fokussieren und auslösen und dann haben wir ein Bild im Kasten und das probieren wir jetzt mal. Dazu werde ich das Bild jetzt fokussieren. Ja, das Bild ist gemacht. Jetzt können wir uns im Endeffekt erstmal Zeit lassen, weil jetzt brauchen wir uns keinen Stress machen. Also sobald das Bild jetzt gemacht ist, spielt die Zeit, die vergeht eigentlich keine Rolle. Die Zeit spielt erst wieder eine Rolle, wenn wir den Entwicklungsvorgang starten. Hier hinten haben wir eine Tabelle. Bei welcher Temperatur wir wie lange entwickeln müssen. Das heißt, wir sollten ungefähr schauen, welche Temperatur haben wir. Das schauen wir jetzt mal. Ja, Temperatur 23,7 Grad. Das heißt, ich denke, wir fahren hier mit den 90 Sekunden ganz gut. Jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen Platz und dann werden wir das Bild entwickeln und schauen, was wir bekommen haben. So, um ein Bild zu entwickeln, müssen wir an dieser kleinen weißen Lasche ziehen. Oh, da ist der Blitz abgefallen. Den brauchen wir jetzt aber gar nicht mehr, den können wir rausnehmen. Ja, dazu ziehen wir einfach an dieser weißen Lasche. Dann seht ihr schon, hier hinten kommt eine weitere Lasche raus. Und diese Lasche, die müssen wir auch rausziehen und danach müssen wir quasi die Zeit stoppen. Weil sobald wir das jetzt hier rausziehen, verteilt sich der Entwickler durch die Walzen auf dem ganzen Bild und danach müssen wir die 90 Sekunden stoppen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier dran und dann geht's los. So, das lassen wir jetzt liegen, stoppen die Zeit und danach werden wir das Bild abziehen und schauen, was wir bekommen haben. So, die 90 Sekunden sind verstrichen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was wir erhalten haben. Und hier ist es. Ein, wie ich finde, sehr schönes Bild. Die Farben sind recht erstaunlich. Leider ist es nicht ganz scharf geworden. Da hätte ich vielleicht besser fokussieren müssen. Aber im Großen und Ganzen sieht das gar nicht so schlecht aus. Liegt vielleicht auch daran, dass der Film nicht mehr der neueste ist. Das kann natürlich auch sein. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Das sieht soweit ganz in Ordnung aus. So, ich habe gerade ein weiteres Bild gemacht und das werden wir jetzt auch entwickeln. Nehmen wir mal den Blitz schon mal ab, nicht dass er uns wieder wegfliegt. Diese Lasche muss raus. So, und jetzt diese hier muss auch raus. So, und die Zeit stoppen und dann warten wir wieder und schauen, was bei diesem Bild herausgekommen ist. So, unser Bild hat 90 Sekunden entwickelt. Jetzt nehmen wir es und ziehen es ab und schauen mal, was bei diesem Foto herausgekommen ist. Und es ist ein Bild des Hundes. Hier könnt ihr das sehen, ein Bild des Hundes. Gar nicht mal so schlecht. Ja, leider ein bisschen unscharf, aber trotzdem ganz okay.
Ja, als drittes habe ich jetzt noch eine Außenaufnahme gemacht. Und naja, es ist gerade Winter, da ist draußen leider alles so ein bisschen trist. Aber ja, ich habe versucht, die Aufnahme um ein paar Farben aufzuwerten. Wir schauen einfach mal, ob es was geworden ist und was uns erwartet. Ziehen wir mal hier dran. Ja, und dann ziehen wir hier dran. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob diese Außenaufnahme etwas geworden ist. Die Zeit läuft. Ja, die Zeit ist vorbei. Wir ziehen das Bild ab und schauen, was es gegeben hat. Ja, das ist eine winterliche Außenaufnahme mit Gießkannen. Ja, soweit finde ich, ist das ganz okay. Fokus nicht ganz on fleek, aber naja, ist okay, ist okay. Ja, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, es gibt diesen Film auch noch als Silk-Version. Dann hat man eine matte Oberfläche, wenn wir hier eine glänzende Oberfläche haben. Ja, macht durchaus Spaß, damit Bilder zu machen. Und ja, das war's dann auch schon für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.